Hallo, ich bin Elienix und in diesem Video zeige ich euch alles über Custom Content und Mods in The Sims 4. Viel Spaß! Was könnt ihr euch in diesem Video jetzt erwarten? Ich erkläre euch grundsätzlich einmal, was Custom Content und was Mods überhaupt sind, wo der Unterschied zwischen diesen beiden Begriffen liegt, wo ihr diese finden könnt und natürlich, wie sie euer Spiel bereichern können. Dann zeige ich euch noch die Webseiten, auf denen ihr diese findet und was ihr dabei beachten müsst. Und zum Schluss zeige ich euch natürlich auch, wie ihr diese installieren könnt. Übrigens keine Sorge, ich erkläre alles Schritt für Schritt, es ist wirklich ganz einfach und es funktioniert auf Windows und Mac. Ja, dann hätte ich gesagt, fangen wir gleich an. Das Wort Mods steht für Modifications oder eben auf Deutsch Modifikationen. Modifikation bedeutet Abwandlung oder Abänderung, also kurz gesagt, ein Mod verändert etwas. Mods gibt es tatsächlich für die meisten Computerspiele und man kann wirklich jede Menge davon online finden. Mods werden nämlich nicht von den Entwicklerteams erstellt, sondern meistens von SpielerInnen selbst. Mods können wirklich alles sein. Diese können die Grafik verändern, Fehler beheben oder auch komplett neue Aktionen zum Spiel hinzufügen. Kurz gesagt, Mods bereichern Spiele. Und vor allem für die Sims gibt es jede Menge Mods, die unglaublich cool sind und so viel verändern, aber man muss aufpassen. Gerade wenn man Mods nicht regelmäßig aktualisiert, kann es leicht zu Problemen im Spiel kommen. CC steht für Custom Content, also für benutzerdefinierte Inhalte. Eigentlich kann man Custom Content als eine Art von Mod betrachten, da auch sie von SpielerInnen selbst erstellt werden und meist kostenlos online erhältlich sind. In der Sims Community wird aber eindeutig zwischen den beiden Begriffen unterschieden. Custom Content ändert nämlich nichts am Gameplay und fügt auch keine neuen Interaktionen hinzu. Zu Custom Content zählen deshalb zum Beispiel Frisuren, Accessoires, Make-up, Klamotten und alle möglichen Baumodus-Objekte wie Möbel, Tapeten, Fenster und ja, keine Ahnung. Einfach alles, was ihr wollt, könnt ihr finden. Wirklich alles. Alles. Da wir jetzt alle wissen, was Mods und Custom Content ist, zeige ich euch jetzt, wo ihr diese finden könnt. Als erstes schauen wir uns jetzt an, wie wir gute Mods für die Sims 4 finden können. Meine meisten Mods habe ich ehrlich gesagt von anderen Content-Creatern, aber es gibt natürlich auch jede Menge Websites, auf denen ihr diese finden könnt. Eine ist zum Beispiel die Website Mod The Sims. Und die schauen wir uns jetzt gleich an. Mod The Sims. Hier haben wir sie schon, modthesims.info. Die Seite unter Content ist gratis, deshalb ist auch überall jede Menge Werbung, die man immer wieder wegklicken muss. Aber wie gesagt, es ist kostenlos, also ist das völlig selbstverständlich, denke ich. Hier sehen wir auf dieser Seite, gibt es nicht nur Mods für die Sims 4, sondern auch für Sims 3 und Sims 2. Aber ich habe keine Ahnung, ob die noch funktionieren und wie aktuell die sind, weil ich eben nur Sims 4 spiele. Hier bei Sims 4 gehen wir mal auf Popular. Hier sehen wir nun die Mods, die in den letzten 30 Tagen am häufigsten downgeloadet wurden. Ich zeige euch das jetzt am besten gleich mal am Beispiel von Wonderful Whims. Wonderful Whims ist ein sehr bekannter Sims 4 Mod und ich glaube, die meisten von euch werden schon davon gehört haben. Der Mod ist von Turbo Driver, wie wir sehen, ist er auch aktuell. Er wurde nämlich das letzte Mal am 26. Jänner geupdatet. Hier können wir uns bei den Bildern durchklicken, um zu sehen, was uns in diesem Mod erwartet. Mit diesem Mod kommt zum Beispiel das Feature, dass man andere Sims attraktiv oder eben unattraktiv findet. Zusätzlich gibt es auch noch mehr Merkmale, die Sims entwickeln können. Und ja, es gibt auch ein Verhütungssystem und ja, es macht das Spiel einfach um einiges realistischer und deswegen habe ich den eigentlich schon ewig in meinem Spiel drinnen. Wenn wir hier jetzt weiter hinuntergehen, sehen wir dann auch noch die volle Beschreibung, die uns der Creator bietet. Wir sehen, welche Game Versions er supportet, was genau wir uns hier erwarten können und die Features aufgelistet. Ganz wichtig, wenn ihr einen Mod auf Deutsch haben möchtet, müsst ihr auch immer darauf achten, dass es eine aktuelle Übersetzung gibt. Hier sehen wir zum Beispiel Translations. Click here to check for translations. Und hier haben wir jetzt die Seite des Creators und wir sehen, es gibt eine deutsche Übersetzung. Die müsst ihr dann separat herunterladen. Es gibt zum Beispiel auch Mods, bei denen die deutsche Übersetzung schon enthalten ist, aber das steht dann normalerweise auf der Seite dabei. Um den Mod auf Mod The Sims herunterzuladen, müssen wir hier nur auf Files gehen und dann darauf klicken und schon wird er heruntergeladen. Und jetzt können wir sehen, dass sich die Datei schon hier in unserem Download-Ordner befindet und mehr brauchen wir dann auch nicht. Weiter geht's. Wo finde ich Custom Content? Und zwar, meine absolute Lieblingsseite, was Custom Content betrifft, ist The Sims Resource.
Diese Seite ist das Sims Resource. Auch diese Seite ist grundsätzlich kostenlos und deshalb ist auch diese voller Werbung. Hier findet man garantiert alles, nach dem man sucht. Es gibt Accessoires, es gibt Kleidung, Gesichtsbehaarung, Haare, Objekte, Tiere, Dächer, Räume. Also es gibt wirklich alles. Schaut euch am besten einfach mal um. Was ich gerne mache, ich gehe hier auf Featured Creations. Und hier sehen wir dann die Kreationen, die jetzt gerade beliebt sind. Wie ihr seht, manche sind hier WIP Early Access. Da braucht ihr dann die Premium-Mitgliedschaft. Die kostet ein paar Euro im Monat. Ich habe sie jetzt nicht, weil es funktioniert für mich auch ohne. Genau, hier gefällt mir jetzt zum Beispiel dieses süße Kleid für Kleinkinder. Gut, wir wollen jetzt also dieses wunderschöne Kleid von Creatorin Lilka und dann klicken wir hier auf Download. Nun kommen wir auf diese Seite und hier müssen wir jetzt 15 Sekunden warten, bis der Download beginnt. Wenn wir hier auf 0 sind, können wir dann auf Download Now klicken. Hier steht dann Thank you for downloading und wie wir sehen, befindet sich nun auch dieses in unserem Download-Ordner. Als erstes müssen wir herausfinden, wo das Spiel gespeichert ist. Das ist bei den meisten tatsächlich derselbe Ort. Und zwar gehen wir auf lokaler Datenträger C, dann auf Benutzer, dann an Anwender. Hier gehen wir auf Dokumente, Electronic Arts, die Sims 4 und Mods. In diesem Mod-Ordner sollte auch diese Datei mit diesem Namen sein. Diese auf keinen Fall löschen, die ist sehr wichtig. Bei Mac-Nutzern ist der Weg übrigens fast derselbe. Hier beginnen wir nur im Finder und gehen dann von dort in Dokumente, Electronic Arts, die Sims 4 und dann Mods. Gut, und jetzt müssen wir unsere Dateien eigentlich nur noch in diesen Ordner kopieren. Dann gehen wir zurück in den Download-Ordner. Wie wir sehen, ist der Wonderful Whims Mod noch nicht entpackt. Das machen wir schnell. Einfach Rechtsklick drauf und hier entpacken. Bei Mac-Nutzern ist er wahrscheinlich schon entpackt, also habt ihr schon diese Dateien, die ich jetzt hier habe. Als zusätzliche Hilfestellung gibt es bei vielen Mods noch ein Installationsvideo oder Info und Text. Das lösche ich jetzt einfach mal, weil ich es in diesem Fall nicht benötige. Und auch den verpackten Ordner lösche ich. Hier haben wir jetzt einen Ordner für den Wonderful Whims Mod mit zwei verschiedenen Dateien darin. Und dann auch das Kleid für Kleinkinder, das wir uns heruntergeladen haben. Jetzt markieren wir beides, gehen auf Ausschneiden und fügen es in unserem Mods-Ordner ganz einfach ein. Jetzt haben wir zwar kaum Dateien in unserem Mods-Ordner, das wird aber keinesfalls so bleiben, glaubt mir. Aus diesem Grund rate ich euch von Anfang an, eine Ordnerstruktur zu machen. Ich beginne deswegen hier auf Neue Ordner und gebe jetzt einfach ein Klamotten. Dann weiß ich, hier ist meine ganze Kleidung drinnen. Und dann gebe ich das Kleid hier rein. Ein ganz häufiger Fehler ist übrigens, dass zu viele Unterordner erstellt werden. Also wie wir jetzt hier zum Beispiel haben, Klamotten und dann die Package-Datei, das funktioniert. Aber sagen wir, ihr möchtet hier jetzt noch einen Ordner und schreibt Kleinkinder und gebt unsere Package-Datei hier rein. So wird es vom Spiel leider nicht erkannt. Also geben wir das wieder hier raus und löschen diesen Ordner. Eine Möglichkeit, trotzdem alles genau zu sortieren, wäre, dass wir jetzt zu Klamotten hier vielleicht noch Kleinkinder dazu schreiben. Dann werdet ihr vermutlich sehr viele verschiedene Ordner haben, aber ich glaube, es lohnt sich. Wir sind jetzt fast fertig. Eine kleine Einstellung müsst ihr in-game noch ändern und dann könnt ihr schon mit euren Mods und eurem Custom-Content spielen. Um eure benutzerdefinierten Inhalte jetzt zu aktivieren, gehen wir hier oben auf das Menü, auf Spieloptionen, hier dann auf Weiteres und hier sehen wir benutzerdefinierte Inhalte und Mods aktivieren und dann noch auf Script Mods erlauben. Dann klicken wir hier noch auf Änderungen anwenden, starten das Spiel einmal neu und dann könnt ihr schon mit eurem Custom Content und euren Mods spielen. Das war's jetzt auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, ich habe alles verständlich genug erklärt. Solltet ihr aber noch irgendwelche Fragen haben, einfach ab in die Kommentare damit. Ich helfe euch gern, wo ich kann. Und übrigens, wie euch vermutlich schon aufgefallen ist, ich bin ganz neu bei YouTube. Ich freue mich also wirklich über jedes Like, über jedes Kommentar, über jeden Follow, einfach über alles. Ihr würdet mir damit wirklich sehr helfen. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns dann in meinem nächsten Video wieder. Bis bald!